ging schnell. Der hat bestimmt ein Auto-Connect-Skript oder so. Bank wird ausgeraubt, Rechner fährt hoch, ich bin drauf. Hey, von Standby, bing. War schon in der Bank drin. Er hat einfach so 50%. Zentralbank. 50% schon? Ja. Ich glaube, der hat an, der Boy. 50, so, die Hälfte von 100. Also, M geht's auch, ja. Feuer frei, wenn Cops anscheinen. Ja, erscheinen. Direkt. Allerdings kannst du nicht lieber in die Richtung rechts gucken. Achso, unser Offroad-MG ist keine Besetzung, so stehen. Na, ich komm grad. Oh ja, stimmt. Kommt ein Heli? Kommt schon der erste Helikopter. Weißt du, sofort runterholen. Der kommt, ja. Er ist ein Orca. Sofort drauf, Holz bitte? Ja. Nee, nicht du. Wir haben zwei Offroad-MGs. Nee, warte, bis der versucht zu landen oder sowas. Ja. Hi, John Dayton. Oh. Hallo. Ja, rüber. Da steppt der Famoso vorbei. Sind jetzt drin? Die Tür ist auf, innen. Und dann tu linksen. Mit Z, oder? Will den Heli sehen? Ja. Nicht mehr. Wie kann denn springen? Na, die Sprenglage benutzen, ne? Mensch, du ein bisschen. Nee, erst muss ich bereit nochmal Brecheisen benutzen bei der Tür. Ja, ist auch. Der ist schon drin. Ja, noch die zweite Tür. Oh. Der ist schon drin. Ah, BTF. Muss ich gar keine andere Tür aufmachen? Mit deutschen Sicherheit, komm. Wie geht das denn? Soll ich dabei stehen bleiben? Nobody, wird sie bei Gorky als Hacker. Geht mal ein bisschen weg da von der Kiste da. Die explodiert gleich. 5 Minuten. Muss ich hier weggehen, ja, gell? Ne? Der Orca ist wieder weg. Er ist einmal drüber geflogen. Ja. Ich hab das Nagelband hingelegt und ich hab den Hunter als Deckung. Hör den zweiten Helikopter wieder von Landseite aus. Ja, aber auch gleich ist an. Richtung Osten. Liegt Richtung Purpose. So, oh, ich steppe dann mal auf die Insel. Jawohl. Kannst du lernen ins Offroad am Gehler gehen? Okay. Fahr an dahin, wo du willst. Ich glaub, da steht der Grund. Zählen, das Kanonenboot kommt. Ja. Ist auch ein Orca. Ich glaube, der versucht hier zu landen, oder? Nee, der macht erstmal, glaube ich, nur ein bisschen Spotting. Der spottet jetzt erstmal. Bestimmt derselbe Orca. Der ist eine riesen Runde. Hat deine aufgenommen? Na, das ist ein Bug, weil die zweite Tür. Ich hab aufgenommen. Hab's ja. Dann Bananenshake. Wie viele Minuten noch? War einfach echt schnell. Noch dreieinhalb. Ja, das war. Die ersten beiden Türen so schnell? Eine Minute Tür oder was? Die erste war ja auf, habe ich gehört. Ach so. Die zweite war auf. Ja, oder so. Indie. Der Orca, der klingt jetzt so, als würde er irgendwo landen wollen. Weil der fliegt jetzt zweite Runde. Ja, da muss denn jemand im Blick haben. Wenn er hammern sollte, könnt ihr vielleicht draufkotzen. Ich bin auch nicht. Ja, der kommt jetzt von vorne. Ja, wieder von Landseite. Ja, ich sehe ihn. Jetzt habe ich nicht mal einen Blick. Doch, ich noch. Ich schieße noch. Aber er landet immer noch nicht. Fallschirmspringer, oder? Nee. Ich schieße nicht weit schon raus. Doch, es ist kein Schnee im Frühling. Noch nicht drauf schießen, ja, ist wichtig. So, wo steht der Offroad MG? Der steht da. Na, kleinen markiert. Blechhütte da. Alles da? Nein, Blechhütte ist da raus. Achso, er ging. Auf die Dächer nach oben und so. Sind wir jetzt in der zweiten Runde? Ja, links. Alles klar. Wurde Hexagon drin. Das haben wir. Breaking? Hä? Harlequin. Jo. Entschuldigung. Ich dachte gerade, das Viking durch, ne? Einmal leise, bitte. 2,5 Minuten. Orca holt nochmal an. Ja. Will keiner? Warten. Warte, doch, warte. Warte so ein bisschen. Ich Orca wird langsamer, Orca wird langsamer. Ja, komm grad. Der fliegt, glaube ich, obwohl. Könnte. Falsch. Paradrop? Nee, noch kein Paradrop. Das haben die noch nie gemacht. Ah, da hinten, ja, ich sehe ihn. Ja, wer weiß. Da ist aber schon da drauf, okay. Ja, das bin ich. Du kannst, dann komm ich auf den Landet. Ich bitte auch nicht alle nur auf den Heli konzentrieren. Ja, ja. Ja, ich guck vorne auf der Hauptstraße, wollte ich gerade sagen, auf den Hauptweg.
So, ja, der Famose ist am Schützen. Bogebäude. Noch ein Heli. Noch ein Heli. Hummingbird. Auch von Landseite. Orca. Ach nee, der Hummingbird kommt von die Seite. Orca landet. Orca fliegt da, okay. Oh, ich hab Orca noch im Ohr. Ja, ich auch. Hummingbird, da ist noch mehr. Wie viele Minuten noch, nobody? Noch anderthalb Minuten. Oh. Hol noch eine Runde aus. Du willst die Scheiße da rausholen. Hast du den Schlüssel für die Ben Hamels schon? Ja. Wie fährt das vor bei mir? Das Rider fährt vor. Haupteingang. Ist er vorbei? Ich weiß nicht, ob der Hummingbird mich gesehen hat. Der ist sehr nah an mir vorbei. Der Hummingbird hat auf jeden Fall uns jetzt gesehen. Ja, die drehen ja Runden. Den Strider nicht? Ach doch, da vorne. Der Hummingbird fliegt genau über uns, der hat uns auf jeden Fall gesehen. Orca wird jetzt langsamer. Sagt bereit, wenn Feuer frei, ne? Hör ihn nur. Ja, Stand hat. Ne, das stand nicht zu haben. Hunter kommt, Polizei, Hunter auch von vorne. Was? Ja, ist wenn die auf der Brücke sind, sofort schießen. Der eine ist am Haupteingang. Hummingbird fliegt wieder über die Hauptbrücke. Packt ihr zwei räumt aus, ich fahr ihn. Jo, mach das. 16 Sekunden. Soll ich mal Feuer öffnen auf die Helis? Hummingbird fliegt durch tief. Vorne Haupteingang, sag mal, wenn die drüber sind. Hunter ist ausgestiegen. Go, go, go. Einer ist tot. Sauber. Wow. Orca wird wieder langsamer. Was war das? Das war die Bombe. Die Bank. Hunter, okay, Hunter setzt zurück. Ich bin nicht gestorben, okay. Ich habe jemanden getötet. So, ja, ich hab's gesehen. Hunter dreht weg. Hummingbird hat mich auf jeden Fall gesehen. Soll ich den auch ganz feiern? Warte, wenn er bitte steht. Wo ist der? Wo ist denn der Orca? Der drehte seine Runden langsam. Warte, wieder der Pyrgos. Soll er den runterholen, wenn er langsam ist? Ja, von meiner Position aus eher weniger. Wird schneller, ja, lass mal Mond. Lass Munition sparen. Ja, der Howard da drüben. Soll ich mal draufschießen? Stopp, nicht bewegen. Strider ist disabled, also es ist so viel. Orca wird echt langsamer. Sauber. Treff ich was? Ich habe jetzt auf 1200 eingestellt. Vielleicht ein bisschen weit, oder? Ich glaube, das ist ein bisschen weit. Ein bisschen weit, ja. Orca zieht aber wieder hoch. Perfekt, perfekt. Hallo. Hallo, ich mach der Ending voll. Hummingbird, egal. Er stürzt ab. LOL? Nice. Das war aber ab HS. Ich hab, ach so, die haben die, okay. Flinten-Oschi wurde getötet. Ich dachte gerade schon, Alter, auf die Entfernung. Geht ja gar nicht klar. So, jetzt kommt ja, der Orca näher. Sollen sie sich verpissen? Orca kommt jetzt recht nah. Bleib mal still stehen. Halt. Betriss. Zweimal getroffen. Oh, dieser Klang von Sperrenkugeln. Ja. Hab ich ihn getroffen? Moment. Ja, zweimal mindestens. Aber nicht in Rot, sondern das Boot kommt, ne, Jungs? Ja, wir gucken schon. Ich glaube, das hört man aber auch, oder? Ja, ich guck mal mich um. Aber da im Auto. Ja, auf auch vorne hört man auch, oder? Da würde ich mit Boot kommen. Ich würde mich nicht drauf verlassen. Ja, Orca dreht ab. Aber nice, also der hat die Runde geholt. Sehr gut. Und voll weit weg. Ne, das waren schon 40 Bar. Wie waren wir überhaupt drinnen? Der Hubbard, warte! Der Orca Hubbard. Über 200. Oh. Da hinten. Über den Haku, komm. Voll er landet. Warte. So tief? Fahr mal ein Stück rüber. Nee, der landet. Ah, ich will nicht, dass du wegkommst. Er landet beim LKW-Ding, da wird er wahrscheinlich aus dem Bürogebäude. Na gut, weggeslampt werden will ich nicht, ne? Ich sehe gar keinen auf dem Land, kann das sein? Auf dem Land sehe ich auch so nichts. Kann ich es kurz so stehen lassen? Wer ist denn mit dem Pyrgos von uns? Guter Fall, Soa, irgendjemand. Ja, wahrscheinlich Flinten-Uschi, weil der ja gestorben ist. Ne, Flinten-Uschi ist bei Morpheus, relativ nah an der Bananenplantage. Ja, aber der ist ja gestorben. Ja, ja.
Wodurch? Aber durch Nobody. Okay. Ich guck auch gerade die ganze Zeit dahin, die sind 200 Meter von mir entfernt, das ist für mich auch ein bisschen kritisch. Aber so weit sehe ich da nichts. Ich werde mal ganz kurz auf Fernglas wechseln. Also, wenn was ist, sag Bescheid, ich komme direkt. Weiß jemand, wo der Polizeimann da hingefahren ist, der hier war? Back. Reiter HMG ja. Von Polizeistation aus unterwegs. HMG. Es geht los. Kommt, ey, was soll denn das? Schon mal wie mit dem. Naja, das Problem ist, den kriegst du ja nicht kaputt. Selbst wenn du den disables die Räder. Mit dem Offroad im Gehirn schießen. Ja, musst du mit dem Schützen rausballern, wenn du Glück hast. Ja, den kriegst du nicht, der ist ja drin. Naja, der hat ja seinen hässlichen Monitor. Was ist mit dem MG einfach da drauf, Alter? Die Kamera geht auch kaputt. Ja, ja. Ja, das hat scheiße. Ja, also. Einmal Ruhe. Ich höre Schüsse bei Morpheus. Er ist vorne und der Land fährt entlang. Da kommt ein Boot angefahren. Strider kommt. Boot angefahren, hinter uns. Also Strider aus Richtung Küstenbahn. MG am besten da. Zweite MG, auf das Boot. Wohin? Ich sehe den Hunter, der Hunter steht bei links auf 12 Uhr bei mir. Komm. Ja, ich seh's. Haut drauf. Darf nicht drankommen, er schießt auf. Komm. Strider HMG, ein Rad defekt. Fahr zu. Weg, fahr. Du schießt hier voll rein. Fahr geradeaus. Hinter die Steinmauer. Nobody. Super, ey. So ist das. Zweiter HMG ist vor der Brücke, hat ein Rad kaputt. Muss jetzt wahrscheinlich reparieren. Ist das Mini-Boot kaputt? Ja, kaputt. Echt jetzt? Perfekt. Echt? Ja, Noki hat die alle weggeholt. Sauber, Junge. Richtung Brücke und dann rotzt du da vorne auf die Brücke drauf, oder? Ja, mach das mal. Ja, oder siehst du ihn jetzt schon auf der Brücke? Laden dann Stück hoch. Hoch. Rechts. Rechts. Okay, stehen bleiben. Halt. Ich seh's. Ja, nee, nicht auf den Hunter, ne? Nee, nicht auf den Strider. Wo ist rechten. Der? Ach, der ist rechts daneben. Okay. Komm, Mann, halt. Bei irgendjemand Dank. Ist. Treff ich was? Weiß nicht, mach Schieß nochmal. Nicht der direkt vorne am Eingang. Achso, der andere. Ja, der ist jetzt weg. Der erste Himmel ist gleich voll. Das Kanonenboot ist down? Einmal bitte leise. Ja, kaputt. Ich hab nah an mir etwas gehört, oder war das der Strider? Der erste Himmel ist voll. Hier mal ganz kurz im Gruppenchat. Chiller, bei dir ist der Polizeihandler. Ja, bei ihm ist der. Ja, ne? Ist Chiller, ja. Ne? Ich hatte hier gerade eine große Staubwolke. Ja, Nobody hat mich gekillt. Das ist noch einer hier drum auf dem Bumpen laufen. Barney Ross hat jemanden getötet. Strider kommt wieder. Strider ist auch auf dem Weg zu dir, Chiller. Hätte von vorbei. Ich beobachte mal den Strider ganz kurz. Alle Kinder sind nicht sehen. Der fährt weiter. Aus 12 Uhr die Gebäude im Auge getötet. In den weißen Haus. Nochmal bitte. Ja, das fährt da oben rum. Weiter hast du die Gebäude im Auge? Ja. Weiter Richtung Krankenhaus. Aufpassen. Ich gucke die ganze Zeit die Bürogebäude auf. Beide Himmel ist gleich voll. Kann ich nicht manuell nachladen hier, dem MG? Nee, ich glaube nur, wenn es leer ist, oder? Ist hier noch ein Heli? Ja, kein Heli. Ja, okay. Da steht doch einer. Oder ist das Deko? Das ist unser. Scheiße, voll. Beide Hemmets voll. Aber wir können Inventar noch voll machen, ne? Ja, ich sagen, voll. Ich bin ja auf der Insel. Komm, gut. Voll. Wir tauschen gleich die Position, Nobody, ne? Erster Hemmet. Nein, du schießt. Erster Hemmet kommt, ja? Soll ich ja? Ich komme auch gleich. Wohin? Fahren wir jetzt. Soll ich nicht Inventar weg. Voll machen? Nagelband ist weg. Ich steige in den Hunter ein. Okay, wohin wollen wir jetzt fahren? Wir warten, bis die Hemmets erstmal raus sind. Wir fahren schon mal in die Richtung, bitte. Zum ja, ich zweiter. Wusste, ich wir sind voll, wir fahren los. Wo willst du fahren, Loki? Ja, erstmal in Richtung
Soll ich mich ein Helmet mitnehmen? Zweiter Helmet kommt. Boah, ist da träge, das Geschütz. Das sind noch 8 Stück drin oder so. Fahr rechts da vorbei. Scheiß auf die 8. Wollt ihr mich nicht mitnehmen? Dankeschön. Oh. Du sagst die, du sagst dann Stopp und so. Ja, halt mal an hier. Was? Noch ein Stück weiter vor die Bäume, ja. Jawohl, jetzt stopp. Der Offroader, der hier unten, der ist an dem. An der Küste langfahren, links, links unten an der Küste langfahren. Fahr direkt die Küste lang. Dumpen, hab ich gehört. Jo. Okay, los hinterher. Ist noch einer von euch auf der Insel? Nein. Der ist ja, der Helikopter, John. Ja. Moment daher von? Nee, John kommt. Ja. Fahr den Strider, kommen wir, den Helikopter kommen wir daher. Fahr schon rein, nein, fahr schon rein. Fahr vorsichtig, ihr habt alle Zeit der Welt. Helikopter, hab ich gehört, hinter euch. Von hinten, ja. Schieß mal nicht drauf. Anhalten. Okay. Offroad. Okay. Genau. Ja, der ist voll besetzt, der ist voll besetzt. Fahr. Fahr weiter. Kein Unfall jetzt bauen, ne? Den hast du retracted, oder? Nein, ich glaub nicht. Leider nicht. Ich glaub nicht mehr. Scheiße. John, du? Denn willst du vielleicht fahren, weil du kannst besser fahren als ich? Nein. Also ich kann gucken. Ich hätte nicht hier Fahrerwechsel, fahr jetzt einfach. Nee, leider nicht. Oh fuck, geschossen. Fahr. Ich will nicht sterben. Steig aus, John. Warum ich bin weiter hier. Okay. Wohin? Ja. Du kannst besser fahren als ich gerade. Ja, wohin? Ja, den Leuten hinterher. Helfen und schützen. Was denn da? Wo fahrt ihr jetzt hin? Auf der Insel ist auch noch ein Helikopter. Der steht offen, den könnt ihr aufnehmen. Man könnte ja, wir haben ja, aber ich kann irgendwo was sehen, ne? Worauf ich schießen kann. Dann müssen wir das dann auch vor der MG stellen lassen, ne? Ja, dann können wir lieber noch mit dem Tod fahren. Richtig. Ich wollte gerade sagen, wir nehmen den lieber mit. Nee, nicht im Tod fahren. Ja, aber der Repair geht mit. Okay. Achso, ja klar. Okay, haben wir gehört. Über uns? Das war doch vorsichtiger, kein. Ja, der ist weit über uns. Kein Fettrandale. Am Strand entlang, bitte nicht auf der Hauptstraße. Achso. Ja, das Problem ist... Ich dachte, dass wir den Koka in der Base haben. Ja. Wir direkt verkaufen werden, oder? Ja, was wäre, wie wäre es, wenn wir jetzt ein Abwechslungsmanöver machen, zwei laden nochmal zwei Helmet Box aus und machen tun so, als ob das die vollen wären? Wir müssen... Wow, von hinten! Wir müssen über die Brücke hier. Wow. Man kann. Ah, fuck. Da ist der Hunter, das ist der Strider. Oh, ja. Let's go. Nein. Fahrt weiter. Alter, im Ernst? Deren Ernst? Und dann, wo sind die denn? Und dein Haus, Sammy? Jetzt kann man das da nicht einladen. Ich hab keinen Platz im Haus. Wo seid ihr gestorben? Ja, aber der Tankstelle ungefähr, an der Hauptstraße. Ja, und so. Ist Strider in uns reingefahren. Ja. Da geht's nicht hin jetzt. Doch, mein Stern. Da hinten ist die Rauchwolke. Seid ihr vom Meister verfolgt auf dem Strider oder sowas? Leute. Müssen hier hinten über die Straße fahren. Wir werden jetzt mal da ausrüsten und dann. Helikopter folgt uns jetzt auch schon. Auf, das ist ein Zaun. Hier ich auch. Seid ihr weg oder sollten wir noch reinkommen? Weil er fährt jetzt hin hier. Sagt der andere Offroad, der kann uns sofort folgen hier, Richtung Zauber. Dabei, wir versuchen es. Ja, toll, mein Reifen noch an. Hey, fährt nämlich ins Trailer, der ist weg. Auf Hauptstraße. Mein Bier. Ja. Wirst du ausrüsten, dann sind wir schon irgendwie nach Kavala oder was? Den guck ich nach hinten. Boah, sind die kaputt? Ich guck jetzt nach hinten, die ganze Zeit. Da, und dann voll. Dankeschön. Ihr fahrt bei Glashändler lang.
Ja, super, jetzt habe ich auch noch einen Mord drauf gedings, ne? Wir müssen jetzt 4 Minuten warten, bis ich wirklich sonst nee, hab. Ja, aber du hast den Sunny rufen gedrückt hast. Wo fahrt ihr lang? Zu Base? Ja, zu Base, in Richtung. Wir haben ja immer noch einen Spoiler am Arsch. Ja, wir versuchen den Helikopter ist über euch. Wir dürfen nicht zerren von hinten. Was wir vielleicht weiter versuchen können, weil zum Waffenschieber ein bisschen Zeit noch benötigt, dann können wir vielleicht nochmal auf Rodam Geras parken. Da hinten? Nee, da ist noch sehr gut geflogen. So. Oder? Ja. Genau. Und der eilt euch. Ja, ich kann ja. Das ist super ruhig. Ja, wir versuchen es. Mein Stein ist weg. Dann können wir nicht immer komplett auf der Linkste fahren. Alter, der macht ja voll mein Tank rein, der Affe. Ja, hab ich auch gemacht, da hab ich reingerannt. Ja, ganz ehrlich, ne, das dürfen wir gar nicht vorher gerne. Du musst auch ehrlich. Ja, das wird bestimmt sein, rein der Kugel. Ja, das AMG. Oder? Da vorne sind wir schon, da vorne. Ja, ich schieße nämlich jetzt sofort kaputt. Wir sind jetzt beim Hunter. Nein, das ist der normale Fall. Ja, wir sind jetzt. Ja, volles Brett. Ja, ich will. Hunter, lass uns mal eben vorbei. Los. Genau, gib dem volles Brett, Alter. Schön reindrücken. Jetzt nochmal. Bitte mit Zahn. Wackelt zu sehr, sehe nichts. Ja, ist auch scheiße. Mit der hat sich festgefahren, bitte. Der hat sich festgefahren. Schau, ja, hier links, volles Brett. Volles Brett geht gewohnt. Ja, fahr weiter! Jawohl. Weiter. Weiter da. Weiter. Links kümmere dich um den Strider. Fahr weiter. Okay, Strider ist ausgeschaltet. Jawohl, ist auch dann okay. Fuel und Engine ist beschädigt bei uns. Fahr rechts. Nee, ist besser. MK20 oder TRG21? Och, nimm doch was du willst. Ich fahr rechts. Ich hab ja schon 4 Kampfhilfe auf dem gewissen Weg. Ja, weil ich keinen Links mehr hab. SOA folgt euch jetzt mal. Nur noch Heli recht oben in der Luft. Na okay. Jo, sehen wir. Komm jetzt an 10 im Löschens. Wenn ich halt einfach mal. Okay. Bleib mal stehen, bitte. Gib ihm. Lass dich nicht mehr, ist zu weit weg, fahrt weiter. So, aber gut. Mir wird gerade einen Tipp gegeben. Bring das Gold in irgendein Haus, nicht in die Base. Nein. Wir verkaufen das, ey. Ja? Was das für ein Wasser? Wir haben kein Haus, was so viel fasst. Nee. Kommst du mit? Wo verkauft man den Trick? Ich hab nur noch 100 Schuss. Die sind jetzt aber gezielter. Warte. Wo müssen wir es denn verkaufen? Alle gegen Entfernungsschätzen von dem Meter. Der will hier runter mir, der will hier landen oder sowas. Hier, gib Gummi. 300 Meter. Volle Fett. Kabala, ne? Fahr ich zu viel auf der Straße, Kolben. Okay. Einer hat erwischt. Du hast einen erwischt. Weil er den Piloten, oder? Der fliegt ganz schön. Obwohl, doch. Nee, ja, der fliegt ganz schön ziemlich tief. Der fliegt der Stuss ab. Und der yeah. Ganz ehrlich, ne? So muss das Leben als Zettler sein, ganz ehrlich. Ach, du hast da, fahr vor. Kann nicht rennen. Alter, hat sich schon ausgerüstet? Ja. Also, Noki, ey. Wo seid ihr gespawnt? Na, der liegt da. So scheiße ist der. Der kleine Mumm. Direkt, du kannst direkt in Kavala oder was? Kavala spawnen. Okay. No. Kolbi, fahr mal bitte nicht weiter nach Zauros. Okay. Nee, fahr ja. Woanders lang. Ich bin in Kavala gespawnt. Ich hab noch 50 Schuss. Fahr mal Richtung Ölfeldzone hier. Hä? Mach ich. Hast noch ein Magazin? Ah ja, 52 und 1 steht da noch. Ja. Ja, wunderbar, hast noch ein Magazin. Und die kommt erstmal los. Noch paar Helis. Also. Kommst du jetzt einsehen? Gebt auf. Ja, mal mehr ist jetzt so langsam. Ja, geil, Alter. Wir haben ein Boot verloren, zwei Helikopter. Ja, zwei Rider.
Oh ja, ja, ja. Die haben keine Chance mehr. Was freut den Steuerzahler nicht? Dürfen wir jetzt nicht so offensichtlich nach Taurus fahren? Ja, fahrt erstmal hier mit euren Dingern hier irgendwo unter. Ich fahre Richtung Kavala und sichere den Dealer. Okay. Bring mir eine Waffe mit. Ich muss nur vorher ja über die Base fahren und halt eine Kativa für die Toten holen. Wie viel kostet ein Haus, weil sonst würde ich gleich Haus kaufen? Eine Kativa für die Toten. Weiß ich schon, ja. 18 okay. Millionen Kavala. Okay, ja, nicht für die Toten, Preise. Weil dann dürften sie ja nicht wiederkommen für die Verletzten. Ja, bin ich auch. Helikopter über Heli. Ja, das bin ich. Ja. Ich habe die Repair markiert, ja, wo du hinfahren sollst ungefähr. Okay. Im Gruppenchat. Kannst du ja auch einen Punkt hinsetzen. Mach ich mal. Bei Treffen ja, wie sieht das Munition MG Offroad aus? 150. Eineinhalb Magazine. Okay, reicht doch. Repariert das ja, Ding aber auf alle Fälle. Bitte repariert ja, auf alle Fälle. Ja. Medic geht los aus Kavala. Braucht unbedingt ein Repair-Kit. Ja, also ich fahre eben ins Taurus. Geld dabei? Nee, ich fahre beim Bankautomaten vorbei. Dann kauf direkt 2. Kauf auch vielleicht direkt 3. Sicher ist das, ja. Ich will die Nummer 3. Aber mit die sinken wir so hin und her, ne? Aber ich muss ja sagen, dass das Kanonenboot so schnell kaputt ist, hätte ich nicht gedacht. Ja, es ist nur Pappe. Ist nur Pappe. Ja, es ist nur Pappe. Was waren das? 5000, ne? Ja, 50.000 noch mit. Ich hab 20.000 dabei. Ich hab nur noch 100.000. Überlegung. Einmal bitte, kein Problem, reparieren. Warum wurdest du denn, wann wurdest du denn getroffen? Nachdem die Leute, die in MG Offroad ja? bezahlt haben, dann ausgelöst wurden, wird das dann geteilt durch alle. Ja. Yay. Das finde ich nett. Aber erstmal kriegen also, die beiden, die in MG Offroad bezahlt haben, die Auslöse dafür. Also, ja. Okay. Perfekt. Erstmal müssen wir es verkaufen. Ja. Ja, gut, okay, ich wünsche mir jetzt zu schnell wahrscheinlich, wa? Ja. Ich hab schon die Dollarzeichen im Auge. Die, 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 die. Ja, echt. Und jetzt das nächste Ding, also nicht, dass die uns da auflauern. Da. Ja, aber dann, ich guck mal, die fliegen ja auch schon hin. Ja, ich hol hier Famoso, fliegen zum Robert. Reisen wir über Kavala. Machst du? Funktioniert bei mir nicht. Bei mir funktioniert meine Aktionstaste 10 nicht. Kann man ja, mal dann bitte einmal ins Dambulle, Auto legen, was Harley King macht hat. Ich bin hier unten, ja. Dambulle? Nein, gerade nicht. Nee, bitte. Okay, du bleibst drin, genau. Ja. Hast du ein Auto? Konkret keinen. Ja, sind im Auto. Was auch eine Lösung wäre, wenn ich schon zum Goldhändler gehe oder nicht und da gucke. Laufen? Ja, du kannst da gucken die ganze Zeit eigentlich. Wollte ich gerade sagen, dann steig ich jetzt hier aus und ich glaube, wir brauchen nicht allzu lange, weil wegen Essen trinken. Hast du eine Waffe dabei? Bist du ja. Sofort aus der Base von Saros verpissen. Ja. Ja. Wie viel noch, Nauki? Was brauchst du für ein Dings? SOS, DMS? Wir bringen ein DMS. Oh. Normales halt, so ein ACO oder so ein Spaß, oder MRCO. MRCO habe ich nicht mehr, das ist gerade das Dole. Ja, egal. Irgendeins. Der Base liegt noch immer. Okay, ein Heli fliegt schon über Goldhändler und so. Wir fahren so wie wir fahren nach Kavala, würde ich sagen. Ja, über Ölhändler, oder? Oder unten lang. Querbeet habe ich noch dabei, glaube ich. Also gleich rechts und dann wieder links. Hummingbird ist über dem Goldhändler ungefähr. Rechts und dann links bei der Koka-Schrote, ja gut. Dann holen wir den nächsten runter, ist noch kein Ding. Ja. Ja, ich bin aber noch nicht da. Klingt zwar ein bisschen pervers, dass wir einen nach dem anderen einen runterholen, aber... Aber unglaublich gut, dass alles funktioniert. Aber nobody weiß schon, sorry, Naoki macht das gerne. Ja, nobody auch. Wer ist auf der Karte markiert mit da? Ich. Okay. Wir fahren jetzt die Hamilton. Okay. Da ist wo soll der MG hin? Ach doch, ich hab da noch ein MRCO. Wow, ich muss halt runter scrollen. Wo soll ein MG hin? Wird? Und ein paar Magazines und ein Backpack, wenn du hast. Auch noch. MG vielleicht Leute, nicht so offensichtlich und Wunschständer. Wenn wir auch das Geld dann gleich geben. Hummingbird ist noch in der Luft. Hummingbird ist für unser. Das tut mir echt ein bisschen weh, wenn wir recht fahren, Colby. Ja, müssen wir. Da oben auf dem Hügel, wo da steht, soll da das MG-Ding hin?
Ne, da gehen die Helmets hin. Eine Weste hast du, da kannst du Magazine reinmachen und da sind sogar Magazine drin oder so. Das ist schon so. Bei Helmets hat sich geändert. Und so anders. Da hole ich mir schon die LZ-Official Klamotten. Da ist die. Ach cool, die habe ich da schon reingemacht, das hier immer. Achso, cool. Stück. Weil das jetzt hatten wir jetzt ein Hemmet weniger Gold. Ja, alles klar. Ja, warte, ich gibt ein Stück über. Jo, über den Goldhändler. Bang. War sowieso nicht mehr viel Gold drin. So. Guck mal, wie viel denn? 5 Barren oder 8 oder so. Von wie viel? Gesagt 80. Pfund. Wie viel war 200. 200 irgendwas. Ja, geil. 200 irgendwas. 600.000 ist vielleicht ein bisschen viel. Warte, 2 Millionen wäre das dran. Sollen wir auch lieber Hunter oder sicherlich. So? Luft bleiben, Robert. Du bleibst in der Luft. Das wären 2 Millionen. Kannst aber auch ein Snipe. Was? Du hast einen Sniper? Ja, das ist ein dann, kannst du doch, da ist doch ein Berg. Flieg doch da hin mit dem Ding. Da würde ich auch gerne mit dem Offroad-MG stehen. Es geht nicht zum Drogendealer, ja genau, da beim Drogendealer. Und müsstest du gucken, ob der lass mich dann nachher mit dem, lass mich mit dem DMS auch mal irgendwo oben raus? 3,6 Millionen sollten wir da rausbekommen. Wo ist der Offroad-MG? Wir sind auf dem Weg. Richtung Kavala. Jo, weil der Harvard hier. Nee, warte kurz, wie viel Drogen habt ihr zurückgelassen? Wie viel Gold habt ihr zurückgelassen? Keine Ahnung. Komm. Nicht viel, stopp. Waren 20 Waren oder sowas. Okay. Oder 30. Okay. Wo soll ich einsteigen? In Hunter? Ja, nee, alles klar. Auf Schützenposition. Bin ich blöd, Alter, bin ich blöd. Häng ich fest, oder? Okay, das MG muss jetzt gleich die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Wenn wir einmal stehen, dann sind wir tot. Hab ich das Gefühl. Hab man nie aus dem Heli geschossen. Ich fahr mal dahin und gucke mal, wo man euch hin, ob es da eine Garage gibt oder sowas. Dann können wir euch da reinstecken. Hier kommen wir vom Drogendealer aus, ja. Ja. Wir sind jetzt am Sportplatz. Jo, wie seht ihr denn hier? Achso. Wurde beschossen, oder? Wurde beschossen, dachte ich auch, ne? Wurden gerade beschossen, meine Hände müssen. Oh, ich hab Lag. Lol. Was du kommst denn, Dings? Lukas? Ja, nee, ein Taurus. Dann mach ich doch. Was, ein Taurus wurde dir beschossen? Ja. Ja, lass das ist gut, jetzt denken sie, dass wir dahin wollen. Ja, das ist aber voller Kokain, ne, die Base. Ja, das ja, ist doch nicht gut, wir haben Gold. Aber wir haben Gold, das ist mehr wert. Sind ja keine Hemmets da drin, also haben sie auch keinen Verdacht, also dürfen sie auch keine Ratze haben. Mach mal den Hemmets aus. So, weil der Chat sagt, dass der Z getötet hat. Das hat er ja nicht als Verdacht, oder? Links von uns höre ich einen Heli. Ist ja jetzt egal. Also. Links von uns? Nein, ich rede gerade mit meinem HP. So, ja. Den. Weiß nicht, wie wir am besten dahin fliegen. Dahin fahren. Links ziehst du den Heli an. Ja, ich sehe den, aber. Vor uns. Ja, ich schieße nicht auf den, dann weißt du, wer wir sind. Du willst auf den Berg oder was? Hier eben, wollen wir nicht hier oben auf den Berg rauffahren? Nee, hier oben. So offensichtlich. Der ist weit entfernt, würde ich sagen. Ja, aber ist hinter uns. Famoso, wo willst du hin? Auch oben auf dem Berg, ich hab DMS. Der ist unser. Was kommt da? Ja. Gehen wir hier oben auf den Berg jetzt. Ach, jetzt Kopfwaffen, die wir haben, beiden lassen. Fahr jetzt hier links und dann weg wieder rechts. Wo wird denn das Gold verkauft? Da rein. Unten bei dem anderen Händler. Ein Goldhändler. Dann kommen wir von hinten vom Drogendealer. Hier rechts. Na, der Henning wird bewacht halt alles, ne? Wenn wir kommen, oder? Warte, der Robert ist da mit dem Hunter. Ist egal, wenn er frei ist alles, dann können die da hin. Gehen wir da frei ist. Machst du auf? Okay, aussteigen. Weil wir können die so lange warten. Wir wurden ja schon in der Base beschossen, also können wir jetzt das vielleicht nutzen, schnell, weil ihr schon da seid. Gut, dann geht's. Wir sind jetzt am Drogendealer. Also ich laufe hier frei rum mit Waffe, bis jetzt wurde ich noch keinem noch nicht beschossen. Da ist nix. Gut, wir sind da wir auch gleich vom Drogen wieder hinten. Wie gesagt, Teddy ist derbe weit in der Luft. Soll ich ihn runterholen? Wie lange der oben bleibt, ist alles gut. Ja, wir können sagen, solange der da oben bleibt, der kann natürlich nicht mal die Position sagen, ne? Sie sehen, wie viel Meter sind das ungefähr? 800, ne? Soll ich mal ein paar Einzelschüsse?
Nee, warte erstmal, warte erstmal. Warte, wir sind gleich am Goldhändler. Ja, ich gehe bei dem Goldhändler rein und guck oben, ob clean ist. Lover, den lass mal draufziehen. Gib dich hin. Die wollen okay. Den Schauer stürmen. 1000 Meter? Wer? Auf 3, okay. Barriere habe ich nicht eingestellt. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Okay, hält mal an. Jetzt mal. Der geht runter. Hier ist der. Was für eine Entfernung? Keine Ahnung, ich habe 1000 eingegeben. 300 Meter. 300? Mhm. 300. Bisschen höher. Wo? Höher? Bisschen jetzt. Der schießt mitten wieder in der Stadt da hinten, das ist doof, Mensch, wenn da Polizisten sind, die das nicht wissen, dass ihr da seid, ist das doof. Warum verkaufen wir das? Ach, da war ein Copy, der darüber geschwebt hat. Sicher? Ja, wir haben es doch. Wir verkaufen dort. Da, hier ist die Proposition. 100 Meter. Boah, das ladet so lange. Der kann ich ja nehmen. 5, ja. War das gerade ironisch gemeint? Der Habert. Also, wenn das kein Copy ist, dann kannst du mir erzählen. Ich bin unterwegs, verkauft, ich nehme dann die Leute mit. Ich kann ja auch nicht mal die Scheibe hier durchschießen. Über aus der Tür raus. Nicht schießen, da wissen ich sehe die Schüsse nicht mehr. Auch nicht. Ja, hör mal auf zu schießen. Noch ein bisschen höher. Sonst. Aber du darfst nicht in der Tür stehen bleiben. Was? Voll, wie du darfst nicht in der Tür stehen bleiben. Ja. Oh ja, jetzt hätte ich mir meinen Ausweis gezeigt. Hat einer von euch hier ein Entfernungsmesser bitte? In dem Auto? Nein. Das ist für den Meter. Scheiße. Der Habert da, ich kann da nichts gegen machen. Ich weiß nicht, ich sehe die Schüsse nicht. Ich kann nicht einschalten. Ich habe gerade meine Sichtfenster ist auch runtergedreht. Komm mal links auf den Berg drauf, bitte. Ja, hatte ich vor. Wie weit sind die Hemmels? Fast nicht zu weit. Nicht über die Kuppe. Da können die uns, sofort abschießen. Der Perso nervt, ne? Ich höre ein Auto. Ich bin das. Okay. Irgendjemand auf dem Berg in Entfernungsmesser? Keiner? Ich decke euch nur mit dem Hunter hier. Jawohl. Worauf schießt du? Wer schießt hier? Nobody. Bitte ansagen. In die Stadt. 100 Meter in die Stadt rein. Da wo die stehen. Im Zwarschuss machen wir bitte gleich noch ein Bild, ne? Ja, wir müssen dann erstmal schnell die Leute zur Bank bringen und dann müssen wir wieder ganz schnell zurück nach Zaros, weil die wollen unsere Base stürmen. Das heißt, wir müssen das Geld sichern und dann schnell unsere Base verteidigen. Ja, ja. Weil da ist nämlich das nächste Geld drin. 800 Kokain. Ich lass mein Hemd hier. Ich auch. Am besten fahren wir dann gleich direkt mit dem Hunter mit. Ihr müsst mit dem Helikopter mitfliegen. Wir fliegen auch bei dir. Ja, wir brauchen den Schlüssel nicht. Ich hab den Schlüssel nicht. Oh, warte, dann kannst du mich auf Berg. Warte. Wie heißt der Berg? Riga, kannst du mich rauslassen dann. Harlekin, guckst du bitte nach hinten? Irgendwie. Jawohl. Seid ihr fertig da, oder was? Gleich fertig. Gleich. Gut, dann. Ja, braucht nicht mehr lange. Wo ist denn ein ATM in der Nähe? Nur das Ding in der Stadt? Ja, aber, ja, wir fliegen ganz woanders. Habt ihr einen Schieber? Habt ihr einen Schieber oder so? Ich hab ein Helium. Gut, dann nehmt ihr die Jungs mit und schafft die sicher weg, dass sie verkaufen können. Und ich nehme die restlichen Schützen mit und fahr zurück nach Taros. Gut, dann fliege ich und ihr nehmt. Ein Offroad-MG nehmen wir mit, ne? Wo soll ich mit? Offroad-MG fährt ebenfalls nach Taros. Jetzt? Ja, das ist das letzte Call, wie muss das jetzt? Oh, leck. Unser. Gut, wir müssen los. So, komm da nicht rein. Fertig. Gut, dann. Jetzt den Weg zurück. Achtung, Zaun. Glaub ich jetzt alles weg, ne? Fertig. Wo soll er hin? Kommt Richtung Berg hoch, glaube ich. Also die Geld haben, hoch zum Heli, der Rest kommt hier in den Hunter rein. Boah, was fährt denn da? Wo ist denn der Heli? Ach, da hinten. Wie kommt man dein Geld her? Ja, das ist geil, diese Windgeräusche jetzt, wo man außen sitzt. Ja, hier. Ja. Kannst du schon weiter mit dem Hunter? Jo. Ich brauche was zu trinken. Gleich. Habt ihr die Hunter zugeschlossen jedenfalls? Oh Gott. Ja. Warte. Kannst du endlich! Vergeben kannst du endlich! Nein, kann ich nicht! Da stand so viel Geld hast du nicht! Super, weil er geht rüber! Auf zu reden gibt er nicht! Ja, ja! Mann! Ja! Wir sind gerade aus dem Land.
Lass mir die Helme zu stehen. Ja. Wieder leer, dann sehr beschlagnahmt. Anderes als im Port. Clown? Ach. Willst du da klauen? Kannst du nicht verkaufen, wenn du willst, dann sollen Leute die klauen. Geld? Was ist los? Taros, oder? Ach, hier ist ja. Geld, ja? Ja, wir haben das Geld. Wenn du jetzt abstürzt. PTM Nero Churi. Update drücken. Entweder ja, landet ihr jetzt schnell in der HS-Base und gebt ihr das Geld ab, oder ihr... Nero Churi, fliegt da. Ja, da könnt ihr gleich zum Waffenschieber fliegen. Könnt ihr gleich zum Waffenschieber fliegen, da könnt ihr besser landen. Waffenschieber, ja. Also ich habe 10.220.000. Alter, ich hab geil. 4,6. Heftig. 7,5. Oh, dann nice. Geben wir den Alter, also, wir haben 15 Millionen. Und es ist keiner von uns gestorben von Elsa. Ja. Doch. Ja. Wir haben ja. Ja, aber ja, VRBM. Aber er wollte sagen, das war eher Explosion, ne? Ich hab's mehr in der Hand, als auf dem Konto haben. Naja gut, ich hab den zweiten auch mit dem Hunter gerammt, also. Ja, okay, aber das ist ja was anderes, weil das ist ein Panzerfahrzeug. Panzer ist aber anders, als wenn er so off vor dem Gehirn kommt. Der kam voll in Tank reingefahren. Martin? Ja? Soll ich dir das Geld schon mal geben? Ja, kannst du geben, dann schreibe ich mir das ja auch alles. Und sofort einlagern. Dann haben wir danach sofort alle wieder zurück in die Base. Also wir sind unterwegs zur Base, jetzt gerade mit dem Hunter. Auf dem G ist auch unterwegs. Willkommen? Ja. Wunderbar. Wenn wir dann in der Base sind, sagen wir nur, ganz ehrlich, das Gold schon verkauft, blablablub, hat einer zu spät, blablablub. Hat jemand was zu trinken? Der ist in einem Helikopter? Das, oder ja, hast du? Ja, hast du? Gut. Wir sind viel zu weit. Was? Nein. Waffenschieber. So. Nein, Entschuldigung. Entschuldigung. Wir dürfen jetzt nachkommen, wenn wir sie jetzt in der Base töten. Immer noch. Ja, wir haben die Mission. Solange wir nicht nur verloren haben, Mensch. Ganz einfach. Ja, gleich kommt RP, 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 RP. Ja, genau, die RP kann ja. Wir haben genug RP zurück. Nee, jetzt hier, nicht so eine schöne Sprüche, Jungs. Denk dran, ich nehme auf die ganze Zeit. Ja, machst du Piep drüber. Ja, Piep. Wie ist das eine RP auf ganz hohem Niveau? Das war ja Norox gewesen. Ja, das war VLM, auf ganz hohem Niveau. Wenn den Namen nicht, das ist Feiler, dann zu Rachel. Das war aber VRDM, wo er gesagt hat, oh, das war VLM auf ganz hohem Niveau. Ja, ist doch dasselbe. Das Geld dann Umgebung sichern. Ich hab gesagt, ihr seid schon am ATM? Ja. Gleich, ja. Sichert die Umgebung. Den Alarm. Okay, ist das gelogen. Soll ich erstmal wegklicken? Ey, überraschend super. Hier ein Alarm. Nee, keiner hätte das gedacht. Famoso war da. Ich hab nicht so weit geplant, was machen wir denn? Ich hab gedacht, ey, wir haben mal überlegt, ja. Wir haben das Ding nicht mal angesagt. Und da kommen immer drei Leute an, die sich seit drei Tagen nicht mehr, seit drei Wochen nicht mehr gemeldet haben. Hab's geschlagen, so, guten Tag. Hab's gespürt. Okay, perfekt. Dann hat man auch den guten Schützen. Eine Penisspitze hat gejuckt. Wer weiß, dass das der Tripper war, den ich mir damals. Nee, weißt du was? Ja. Du, ich hab dich den Tag gesehen auf Facebook. Du hast den U-Bahn-Ficker getroffen. Das habe ich gerade eben auch geliked. Was für ein Ding? Ich hab den U-Bahn-Ficker getroffen. Ja, das war so geil. Ich war besoffen und breit nachts um 2:30 in der Bahn. Wir hatten nur noch eine Flasche Beeren in der Hand. Weil man kommt mit deinem U-Bahn-Ficker entgegen. Ich hab, ne? Alter, wer ist der U-Bahn-Ficker? Was, du kennst den U-Bahn-Ficker nicht? Nein, wo ich ihn kenn. U-Bahn-Ficker so geil wird, dass er der Penis raus oder so. Martin, du fliegst. Ah! Er macht den einfach geil, dieser U-Bahn-Verkehr. Ja, der U-Bahn-Verkehr. U-Bahn. Da brauchen wir den Heli. U-Bahn-Verkehr. Was haben wir für Auspackkosten gehabt? Das ist nur 1,4 Moment. Ist der überhaupt noch Kopf? Werden wir gleich sehen. Bisher hat er so lassen. Der hat mir geschrieben, in 2 Minuten stürmen wir die Base, wenn wir uns nicht ergeben oder so. Ach, ist doch schon alles vorbei. Setz mich auf Bergkrieger ab. Drück mal bitte noch ein Bananenbrot und Shake in die Hand, bitte. Ja, Bananenbrot und Shake. Achso, ich hab nichts dabei.
Ich hab auch gleich nur dabei. Einmal kurz eine Salve abgeben, da müssen wir schnell Positionswechsel oder Entdeckung, weil dann kann ich nicht schießen. Ich hab was geholt, ich kann mir was geben. Ja, nur eine Runde. Dass jemand im Heli gerade was hat, also ich hab noch 80 Essen und 75 Trinken, das reicht jetzt schon. Ja. Für die Aktion. Gebe ich dir was zu trinken? Ist irgendjemand in Zaros? Ja, wir. Also was war das? Warum siehst du in der Stadt? Naoki Dayton, habt ihr vielleicht noch eine Kleinigkeit zu essen? Ja. Ja. Geb ich dir. Lass uns mal hier unten am Abend raus. Nicht, dass sie sehen, dass wir da oben landen. Essen, trinken gebe ich dir auch direkt. Na gut, da habe ich eigentlich noch zwei Wasserflaschen im Raum. Ja, okay, dann nicht. Jetzt sehe ich nichts. Aber so ist du kurz eine Runde drin. Nicht, sollen wir jetzt einmal kurz an der Base vorbeifahren? Wir sind gerade in der Base. Also, das brauchst du jetzt. Bella Para Drop. Also, ich sehe gar nichts. 2, 1, raus. Okay. Und wieder hoch. Du könntest mit dem MG Offroader auf den Berg Liga oder sowas fahren. Oh shit, das wird dunkel. Ich hab kein Nachtvisier. Okay, ja, machen wir jetzt in die John. Gamma hoch. Was? Gamma hoch. Ab in die Base. Riga. Ja, ich bin dabei. Also ich sehe hier auch nichts von oben. Ja, ich hab's Gamma hoch gemacht. Ich hab auch nichts gesehen. Moment, ja. Wir wurden beschossen. Also gestartet sind, bam bam. Ja, ich hab auch hingeschlagen und dann, was war das? Ja, vielleicht dachten sie ja, wir lagern ein und wollten die Base stürmen und als wir alle, als der Kena hier war, hier ist der Kena, haben sie vielleicht gemerkt, okay, dann hauen wir wieder ab. Wie sieht denn die Base von hinten aus? Also, alles da? Alles oder da? Ja. Kokain? Wird das nicht angezeigt? Was? Wird das nicht angezeigt, wenn Kokain beschlagnahmt wird von unserer Base? Können wir vorstellen, dass das nicht... Naja doch, also theoretisch müsst ihr ja... Das wurde jetzt dann letztes so nämlich auch nicht gesehen. Da müsste mal einer gucken, den in der Base. Aber ich bin am Tage. Mir wurde gerade von meinem Kopf geschrieben, sauberes Ding. Ja. Alles drinne, alles drinne. Gut. Kannst du jetzt zurückschreiben? Yeah. Wir können auch. Wir können ja Zaros, bitch. Und dann schreiben. Los Zaros, hurra. Du kannst auch runterkommen von einem Berg hier unten. Ja, gut, dann machen wir jetzt ein Abschlussfoto in der Base, Jungs, und dann werden wahrscheinlich einige gleich abholen müssen, weil sie morgen arbeiten müssen. Ja, genau, das ist sowas von. Ich wollte schon lange weg sein. Wir machen noch Geld auf Tail. Ja, Geld auf Tail machen wir noch. Foto. 6:20 muss ich auch. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Deutschland spielt den Offroader, der muss unten ankommen. Weil gerade der Offroader muss ja mit drauf sein, auf jeden Fall. Sind wir jetzt eigentlich die Ersten, die das Ding gelernt haben? Wir haben hier Polizei vor unserer Nase, ne? Oh. Ja, Polizei hinter. Direkt hinter dem Stein ist einer. Pass auf, direkt hinter dem Stein. Ich fahr links dran vorbei, du ballerst drauf. Nice. Hey, warte kurz. Steig aus. Und Dach ist Ende. Ich kann leider nicht den SMS mehr schreiben. Ich hab keinen. Der ist hinterm Stein. Ich auch nicht. Ich bin ja noch auf dem Berg ein bisschen. Kann jemand bitte der Polizei schreiben, es ist Ende? Oder man kann das als. Sei mal leise. Die sehen das anders. Ist der außerhalb der Base? Ja. Ja, der ist so auf dem Berg. Ja. Was? Wo? Bei mir? Nein, doch viel. Kommt einer mit? Ja, ich komm mit, ich muss auch zu. Seid mal eben leise. Ach, auf Riga. Ja. Harley King. Wir rennen gleichzeitig an ihm dran vorbei. Ey, ich bin tot. Ich wurde getötet. Boah, die sollen doch jetzt mal hinten von vorne. Der mich getötet hat. Ernsthaft. So unnötig. Alter, ernsthaft. Deren Ernst. Und wo mit waren wir Leuten auf dem Berg oben auf dem Riga. Oben auf dem Riga-Berg. Zwei Leute. Ich hätte auch einfach draufschießen können, aber nein. Weißt du? Warum hast du nicht gemacht? Ja, weil ich mal denke, wenn irgendjemand schreibt, sauberes Ding, dann ist das Ding auch gelaufen. Ja. Richtig. Oder? Dann müssen wir, ja, warte, ich sag denn das jetzt mal hier. Dann ist doch scheiße sowas. Alter, kann dann jemand eine SMS schreiben, ich hab keinen Akku mehr? Ich hab auch keinen Akku mehr. Er hat mich getasert und jetzt hat er mir noch Tränengas hinterher geschmissen. Was schreiben wir? Lächerlich. Ja, kann man das Ding nicht einfach als beendet erklären? Muss man jetzt noch weitermachen, wenn man schon schreibt, sauberes Ding? Also wenn das jetzt, wenn jetzt sofort weiß, danach kommt, beendet, dann gehe ich in mein Büro und hole mir meine Sachen wieder. Das ging gar nicht. Ich bin jetzt hier fast am Fuß vom Berg. Ich traue mich nur noch, jetzt ist nicht näher gekommen, weil ich fährt nach Hunter. Aber wenn er jetzt gleich jemand aussteigt, dann latze ich weg, ne? Ein Hunter fährt da noch. Ja. Du hast aber noch MG, ne? Ich hab Katima. Liegt doch ein Heli noch rum. Das MG ist komplett ausgeschaltet worden. Achso, okay. Der Hunter fährt jetzt von dem Berg hoch. So, dann hat jetzt meine Einstellung um einiges verändert. Ich werde jetzt jedes Mal schießen. Ja. Ja, wir wollten das gleich anders klären. Danke aus, du Bitch.
Ja, es war jetzt aber nicht in-game, hat er mir das geschrieben, ne? Ja, trotzdem. Er hat, ja, okay, er hat trotzdem geschrieben, sauberes Ding, ne? Also. Alter, kann man doch als. Der steigt nicht aus, verdammt! Steigt aus, verdammt. Von wem ist der Helikopter? Ich hab's geschrieben. Von uns. Von uns? Ich hab's nicht geschrieben. Von uns. Nicht von uns, okay. Ich hab's gesammelt, okay? Schön, ich freue mich. Boah, ey, so eklig. Robert? Ja, ist okay, ich hab's gehört. Oh, ja. Der hat mich okay. auch gesehen, glaube ich. Es sind zwei Leute nur auf dem Berg. Einmal hier wird geschossen, oben auf dem Berg. Ah, Simpson ist auf dem Berg, Vorsicht. Wer auch immer gerade mit der Raute ist. Und direkt. Oh, er hat mich weggeholt. Okay, ich das, auch das war noch Nobody. Ey, du hast doch einen anderen getötet. Hier vor uns, seht ihr den? Ja, warum wird guckt in unsere Richtung. Weil ich, tut mir leid, ich wusste davon. Tut mir leid, jetzt wirklich, ich wusste davon. Der, der schießt nicht mehr. Für mich ging das noch weiter. Oh Mann, jetzt ist schon wieder mein Zeug. Der schießt jetzt nicht mehr? Nee, er diskutiert. Ja, weil diese Information nicht vorliegt. Mit, ich bin er sagt ja bestimmt, ergeben sie sich. Na? Ja, weil... Dann am Arsch. Mal den ich spawn jetzt neu, hol mir die Reihen raus. Kann, solange ihr ihn noch töten kannst, töte ihn. Habt ihr das mal markiert auf der Karte? Jungs, ihr müsst aber dran denken, wir haben 614 Kokain in der Base. Lass doch einfach fertig machen. Ich bitte euch, bitte. Wenn wir jetzt weiter schießen, kommen sie in unsere Base reingelaufen. Genau, was hab ich denn versucht? Wartet mal bitte, ich höre hier kurz zu. Ich meine das Fahrzeug, das vor dir steht. Nee, das werde ich auch nicht benutzen. Da kommt noch einer. Sonst müssen wir den Ding doch noch hinterherfahren. Nee, das RP ist zu Ende, ich habe keinen Grund mehr und war eine saubere Aktion von beiden Seiten aus. Okay, beendet. Beendet. Ich gehe sofort im Modbüro. Gibt euch alle. Warte doch mal. Ey, ich hab noch nie so einen Hals gehabt. Ich hab noch nie so einen Hals gehabt. Du kriegst doch wieder dein Geld und alles. Hier ist doch alles in Ordnung. Darum geht es mir jetzt gerade gar nicht. Die wussten das nicht, die haben das nicht mitgekriegt, das war von der Polizei ja nicht weitergegeben, sonst da was. Leute, ich habe jetzt mit denen geredet, hier oben. Ja. Das RP ist jetzt komplett zu Ende, lassen uns jetzt gehen. Die haben das nicht gewusst, dass der eine, Celine, das geschrieben hat, der hat das wohl nicht weitergegeben. Also, ja, das ist... Unser Aufroder fällt auch gerade davon. Ja, warte, wenn man nicht mehr schießt und man redet mit der Polizei und man ist an dem vorbeigelaufen, die hatte die Mündung direkt... Der Gareth O'Dorian möchte gerne den Namen von dem Typen hören, der das gesagt hat. Drück ich jemand, der Celine? Es war aber auch nicht im Game und das war Ivo Flame heißt er, glaube ich. Oh Gott! Hier, schau mal. Ivo Flame. Ja, überflammt. Dann habe ich aber auch nicht in-game geschrieben, sondern nur so, ne? Ja, okay, das ist jetzt scheiße. Das habe ich aber auch eben gesagt gehabt. Ja, das ist nicht in-game geschrieben hat. Ja. Trotzdem dreckig von denen. Er braucht jetzt den Namen, ne? Wie der Kollege von Ihnen, das... Ja, vorhin zwei Leute draußen. Wer hat geschrieben, saubere Arbeit? Auf die zugelaufen? Oder ja, so, ich bin auf die Tour gelaufen. Flame, steht er da? Ivo Flame. Ja, er schreibt mir gerade, dass ich das geschrieben habe. Ja, das ist vorbei, ist vorbei. Gesagt, kommt dann rein. Ja, dann sind wir mein Geld haben, ich muss die Pennen. Sagen keinen mehr. Ja, aber es muss Colby dann, weil Colby ist gemutet. Das hört er sich natürlich jetzt nicht. Ja, wir sind ja gerade in der Nähe. Also, ich bin nicht sicher. Also, ich kann ja sagen, ich muss sich sicher sein. Colby, hast du schon gesagt den Namen? Nee, Ivo Flame, ne? Ja. Okay. Hast du schon gesagt? Ja, hat er. Ivo Flame, hab ich gehört. Scheiße. Oh. So wird es natürlich jetzt extrem doof. Ah, ey. So, schreibt mir nichts mit mir. Was hast du gesagt? Das hab ich gesagt. Das kommt von... Tut mir den Kollegen zwar leid, aber... Ah, nein. Wie gesagt, das Fahrzeug... Jetzt ziehen wir noch irgendjemanden auf der Leiter darunter. Loswerden, weil sonst werden wir das vielleicht doch jagen. Ja, das Fahrzeug nicht mehr gehen, das sicher in die Garage. Das RP zu Ende ist. Wir wünschen Ihnen alles weiterhin Gute. Und bis zum nächsten Mal. Nochmal ganz kurz, ich bin ja da, halt. Wir machen. Viele haben jetzt bloß länger gemacht, weil sie ja morgen arbeiten müssen. Wir machen jetzt unten bloß noch ein kleines Abschlussfoto von allen Beteiligten von uns. Und dann ist das Fahrzeug auch wieder weg. Nur so zur kleine Info. Ja, hat kein Problem. Wollten nämlich alle abhauen und jetzt wäre das Ding nämlich wahrscheinlich noch ins Äußerste gegangen. Ist wahrscheinlich auch besser so, dass es jetzt irgendwie mal Schluss ist. Weil ansonsten kriegen wir uns jetzt hier noch in 2 Stunden, bis wir dann irgendwann mal verloren haben, ne? Das heißt, die bekriegen. Ich hab noch 2 Minuten. Wie gesagt, deshalb habe ich halt den Rückzug beantwortet, weil... Martin, hast du die... Wie gesagt, sag mal, ich bin vor, dass ich das nicht geht.
Also, ist ja alles bis dahin gut gelaufen. Ich habe auch ein kleines Video gemacht, das kann man dann sich auch morgen angucken. Da sieht man halt, wir waren jetzt eigentlich schon auf dem Rückzug, wollten ein kleines Foto machen und dann haben sie hier oben jemanden entdeckt und wurden dann getötet. Ja, ach, ach, ist kein Problem, man kann ja immer miteinander reden, ist ja alles gut. Wir wünschen dann euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, ne? Ach, nee, los. Einsteigen, den Handel an, das Ding damit runter, Geld schon mal aufteilen, Martin, wie viel sind wir? Damit das schneller geht, die Jungs. Alles passiert. Achso, okay. Echt? Ich habe auch Geld bekommen. MG-Offload muss man. Muss ich richtig aufpassen. Was war jetzt von den Kopf? Nee, die haben nicht gewusst, dass er da geschrieben war, deswegen haben sie weitergeschossen und sonst. Dayton, hast du nicht auf. Aber das Verlängerung ist jetzt gedrückt? Alles zu Ende. Hallo? Was hab ich? Hast du nicht auf Verlängerung gedrückt? Ja. Hast du Verlängerung gedrückt, weil du bist weg hier? Ich wurde zu. 6 Minuten gewartet. Ja, der ist schon weg. Die 6 Minuten waren rum. Tut mir leid. Der ist jetzt gerade eben weg. Berlin, wo bist du denn gerade? Ich bin oben. Der lag hier noch. Der lag gerade hier. Wir spielen kein Fußball. Ich hab keine Klamotten an. Guck mal, ein bisschen nach oben und ich so traurig, ey. Hab doch Klamotten an. Wollt ihr nicht eher in den Bierflut reingehen? Oh ja, das mach ich. Ja, das passt doch nicht mehr. Den guckt doch mal nach oben und nicht nach unten. Genau, ihr müsst eh auf mich gucken. Hier oben ist die Kamera. Hin. Noch da? Wohin? Ey, die ist gerade oben. Achso. Mensch, Celine, guck mal nach oben. Guck mal nach oben, Celine. Guck da mal Richtung Kamera. Wo ist das Vögelchen, Celine? Sucht so eine Kamera, Achtung. Und? Wird auch schon dabei. Oh, Halli verliert Verbindung. Auf, auf. Macht? Nell, sonst ist er nicht mehr drauf. Hab ich. Fertig? Ja. Hab ich. Wenn ich jetzt schießen würde, Nell, werden alle tot. Jetzt ploppt er weg. Jetzt ploppt er weg, zum Glück. Ernsthaft, bin ich weg? Ja, bin weggeploppt. Oh Mann, ey. Ah, Mensch, du bist ja noch oben auf dem Foto, ist alles gut? Yeah.